So, und ich habe mich mal noch spontan entschieden, dass wir hier den Drachen machen, der auf dem Weg liegen. Auf dem Weg liegt. Der hat hier seinen Horst anscheinend. Ja, da geht's rein. Gucken, ob hier zufällig noch irgendwas nicht, dass uns der Yeti überrascht. Ist der Handlanger ist natürlich nicht da. Ja, danke. Doch, da ist er. Ich würde mal einfach den. Keine Ahnung, ob der wirklich stärker ist. Ah, das war doof. Habe ich falsch gemacht und wer falsch macht, darf eigentlich nicht nochmal, aber ich habe jetzt die Regel einfach mal gebrochen. Ja, das war auch doof. So. Das können wir mal. Wo ist der? Da. So, Moment mal. Ich würde jetzt ungern den Handlanger treffen. Jawohl. Ein Blutdrache. Keine Ahnung, wie stark die sind. Ich mir jetzt eher behaupten, nicht so. Nee, der kassiert ordentlich. Ja, wenn wir Glück haben, machen wir genug Schaden. Ja. Ja. Jetzt stürzt er doch schon ab, ne? Ist doch, glaube ich, immer, wenn die halbes Leben nur noch haben. Ey, komm mal wieder. Ey! Der Punkt ist noch da? Der bewegt sich auch noch. Der ist ja jetzt nicht ernsthaft da hinten abgestürzt irgendwo. Das ist doch Quatsch. Kannst du mal wiederkommen? Der bewegt sich eigentlich noch. Okay, schade. Jetzt nur die Frage, ob hier jetzt gleich noch ein Drachenpriester rauskommt. Aber so können wir den Horst hier nicht abschließen. Das ist doch doof. Der muss wiederkommen. Das Wort können wir uns zwar holen. Aber ich hätte den Ort auch schon gerne abgeschlossen, ne? Eis. Eisform. Was auch immer das bedeutet. Ah ja. Da ist er wieder. Irgendwo. Hallo. Okay, dann warten wir einfach mal ein bisschen. Da oben. Na, der hat ein bisschen regeneriert, vielleicht. Oh. Weiß gar nicht, was der sonst so kann. Aber anscheinend Feuer. Hat er uns der Feuergeist gar nicht so viel gebracht. Jetzt hat er noch einen Ruf kassiert. Also im Notfall würde ich jetzt auch die Seele nicht brauchen. Der hat anscheinend keine Absturzroute eingeplant. Da dachte er, er könnte die Drachengeburt einfach so anschreien. Aber gibt es nicht auch immer eine Truhe? Ist mir so. So. Ja, das ist richtig. So, die Seele holen wir uns aber. Mal gucken, ob der noch Sachen bei hat, die. Noch lassen wir mal da. Aber. Wir wollen gleich noch gucken, was das Eisding jetzt überhaupt ist. Eigentlich ist das hier eine. Nee, ist keine Truhe. Doch immer eine Truhe mit ziemlich krassen Sachen drin. Was sind die? Jetzt der Einzige hier ohne Truhe oder war die da oben? Ich hab sie nicht gesehen. Nee. Ist ja gar nicht. Gut, war ja auch ein Lappen. Aber. Na gut. So, wir haben. Einmal Eis und einmal Eisform. Der ist neu. Gefriert einen Gegner komplett ein. Okay, krass. Aber geht er nur auf einen, ne? Frostatem. Oh, den haben wir jetzt voll.
Dein Thum ist ein Schneesturm. Aber ich habe ja eigentlich dieses Buch von Mora, dass mein Feueratem einen Drachen beschwört, wenn der am Feuer stirbt. Das müssen wir bis dahin irgendwie. Und mein Pferd ist nicht da. Na gut, dann sehen wir uns gleich da. Okay, also die sagen mir jetzt gerade, ich kann hier nur mit einem Schlüssel rein, den ich nicht hab. Was natürlich jetzt ein bisschen problematisch ist. Aber so wie das aussieht, kann es sein, dass die von der Magierakademie hier irgendwann hinkommen? Da bin ich mir nicht sicher. Ich weiß, dass die irgendwo reingehen, aber... Okay, aber hier vielleicht denn doch. Ich dachte, es wäre die Zwergenruine irgendwo hier in dem Bereich. Was kann das sein? Ja, dann können wir das jetzt nicht machen. Dann gehen wir einfach zum anderen. Aber jetzt haben wir schon mal, dann können wir ja da auch schnell hinreisen. Gehen wir einfach zu dem hier und holen uns das noch. So, dann mal gucken. Ist ja hier irgendwie ein bisschen natürlicher. Oh! Nein, nicht töten! Die brauche ich für winzige Seelensteine. Oh, und die Schwänze für Gift. Lass ich vielleicht auch nochmal den Prinzen drin. Der kloppt ja sonst alle sofort kaputt. Oh. Hier gibt es trotzdem Abenteurer verloren. Legenden. Ach, vielleicht hatte ich das auch aus so einem Buch. Wie von dem. Ist so hell hier, was ist denn los? Oh, jetzt runter? Bestimmt der einzige Weg. Ja. Ups. Na gut. Oh, vielleicht... Ups, wäre das auch ein Quest gewesen, was sonst durch die Magierakademie gekommen wäre, dass wir dieses Amulett vollständigen sollen? Das kann ja auch sein, ne? Wenn wir da jetzt mit der Quest reinkommen und dann sagen die so von wegen, yo, mach mal... Nee, der ist hier hin. Mach mal das Ding fertig. Da noch, ja. Schon entdeckt. Oh. Ist da noch irgendwo hin? Gibt's doch bestimmt ganz tolle Sachen. Ja, mal gucken. Oh ja. Was soll ich denn mit so einem Blödsinn? Ey, Ebenerzrüstung, krass. Die hätte man jetzt einfach so finden können. Oder das skaliert doch alles mit meinem Level. Dass denn erst so eine Sachen spawnen. Das weiß man ja nicht. Sind wir auch inzwischen so gut, dass... Ist auch nix. Dass wir keine Sachen mehr finden können, die viel zu gut für uns wären. Oh, da war eine Falle. Oh. Mal wieder. Und das ist aber... Ja. Woher soll ich denn das jetzt wissen, bitte? Welcher hier welcher sein soll. Ey, ihr denkt wohl, ich bin ein bisschen doof. Oh, wo ist denn der jetzt denn noch? Ah. Da müsste ich eigentlich auch mal gucken, ne, ob ich mir zufällig noch meine Handschuhe verzaubern darf. Die hier, das ging ja zumindest bisher nicht. Ist ja nicht Ausdauer um 30%. Ich weiß nicht, ob ich die vielleicht mal austauschen soll gegen was anderes und da was Besseres drauf zaubern soll. Das wäre wahrscheinlich sinnvoll, ne? Dass ich mir einfach mal eine Drachenrüstung, zumindest die Brust, baue. Ja, das kann ich nicht verzaubern. Überraschungsangriffe. Doppelten Schaden, das ist schon krass. Oh, da ist doch noch einer. Ja, der hat schon gesehen.
Reicht trotzdem. So. Oh, hier ist bestimmt eine Falle. So, das da. Die soll ich jetzt anscheinend drehen. Wie auch immer. Woher soll ich das jetzt wissen? Fisch? Oder sind diese in der Reihenfolge wie hier? Adler, Fisch. Adler und der nächste auf der linken Seite ist der Fisch. Hier. So, aber gab es jetzt zwei auf der rechten? Hier ist einer und hier. Naja, doch. Geht der sogar denn? Fisch und Schlange. Fisch und Schlange. So, müsste es ja gehen, ne? Tatsache. Oh. Naja. Oh, aber das ist gut, wenn die jetzt... Ups. Nee, war doch. Wenn die jetzt alle nichts mitkriegen, kann ich schön schleichen skillen bei denen. Bis ich vielleicht auch mehr in die Diebeskill wieder zurück, um mir bei denen noch was beibringen zu lassen. Aber ich würde es eigentlich lieber in der Magierakademie machen lassen. Dass ich da noch ein bisschen mehr Zauberskill kriege, der ja sonst immer ein bisschen langsamer geht. So. Einer war doch hier noch. Zählt der hier? Hä? Unten? Wo denn? Als ob. Hä? Wo denn? Wo ist denn? Hä? Oben. Mit Pfeil und Bogen, ey. Gucken, ob das gehen kann. Na, eher nicht. Machen wir einfach mal so. Dann machen wir einfach nochmal das Leben voll. Dann würde ich eigentlich vorschlagen, dass wir durch die Tür gehen. Und nicht hier so einen Blödsinn machen. Da kommt der anscheinend da auch gar nicht weg. Wo auch immer jetzt der Handlanger hinrennt. Na, das wäre natürlich jetzt ein Trick, ne? Wenn wir den stunnen könnten und der fällt dabei runter. Ach, das ist ja doof. Ja, aber jetzt ist er unten. Und er macht wieder eine große Seele voll. Das ist auch gut. So. Wie viel Schaden kriegt er jetzt? Ah ja, doch. Das lohnt sich schon. Da gehe ich aber auch gleich wieder auf den Fürsten zurück. Den. Okay, also der. Der ist schon gar nicht so ohne, ne? Er war noch ein Bogenschütze. Das war ja doch gefährlich. So. Huch. Aber könnte auch gleich schon wieder ein Level aufgeben. Ups. Adeptenschloss ist ja jetzt nicht... Ich glaube, ich war gerade schon richtig und bin ein bisschen verwirrt. Ja. Ah, so ist richtig. Und... Huch. Haben die gerade miteinander gekämpft und jetzt bin ich auf einmal wichtiger? Was ist mit denen los?
Au. Der Bogen ist schon wieder leer. Es geht leider immer ein bisschen schnell. Und zack. Da ist er bestimmt markiert. Wir machen jetzt auch bestimmt Mana-Schaden. Es kann schon sein, dass er jetzt gar nicht mehr zaubern kann. Das brauchen wir nicht. Gift der Erzürnung. So. Ist auch schon wieder nett. Das ist der bestimmt selber gewesen. Aber den haben wir ja schon platt gemacht jetzt. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon waren. Dauerhafte Unsichtbarkeit, ne? Nicht unbedingt. Das ist auch nichts weiter. So, jetzt. Oh. Oh oh. Einfach geboxt und jetzt weg. So, hier, guck mal. Der ist jetzt hinter dir. So. Der interessiert den mehr. So, warte mal ab. Habe ich den nicht gerade ausgerüstet? Gutes Zeichen. Okay, dann spinnt die Anzeige nur, ne? Ah, okay. Jetzt funktioniert's. Schnitt. So, das war's. Jetzt hätte ich auch leider aus Versehen seine Ebenerz-Kriegsachs hat er gehabt, ey. Die haben schon krasse Sachen dabei jetzt, immer. Nur, dass wir inzwischen noch krasser sind. So. Ah ja. Der hätte mich da beinahe gerade reingeschoben. Ja, der war schon gut, ja. Oh. Yep. Den da hinten, den können wir vielleicht einmal so. Wunderbar. Wo geht's denn hier hin? So, wir machen hier erstmal Schluss. In der nächsten Folge holen wir uns denn das Teil. Und wir werden uns auch noch mit Piraten prügeln. Dann bis zum nächsten Mal bei Skyrim.